Im Nachtleben sieht man häufig solche Leute und wie oft geht einem durch den Kopf? Oh mein Gott. Ich denke, die haben irgendwie einen Knacks weg. Ich finde es gestört. Aufmerksamkeitsdefizit. Ich würde mich schämen, wenn ich sterbe. Ich würde mich so niemals in der Öffentlichkeit sehen lassen. Aber warum machen die das? Um das herauszufinden, waren wir ein Wochenende im Kölner Nachtleben unterwegs und haben die schrillsten Vögel des Partyvolks begleitet. Kategorie 1, die Menschen, die durch ungewöhnliche Kostümierung auffallen wollen. So wie dieser Typ und diese Mädels. Manche gucken halt blöd, aber andere wiederum finden es halt cool. Selbst im Alltag fallen diese Menschen mit ihrem Kleidungsstil auf. Also manchmal sehe ich auch tagsüber so aus, dass Leute schon sagen, hey, was ist mit dem los? Im normalen Leben arbeitet dieser bunte Vogel als Eventveranstalter und organisiert Partys. Dieses Mädel hier hingegen studiert. Ich habe meine Haare auch schon seit einem halben Jahr so und das finde ich halt gut so. Zur gleichen Zeit bereitet sich Pedro auf eine ausgefallene Partynacht vor. Auch der 37-jährige Portugiese möchte im Nachtleben um jeden Preis auffallen. Deshalb hat er immer ein ganz besonderes Accessoire dabei. Was wohl die anderen Partygäste davon halten? Männer sind so. Und Frauen sind so. Oh yeah, oh, scratch. Na, dann kann's ja losgehen. Yeah. Im Club legt Pedro erstmal einen kleinen Strip hin und schnallt sich seinen pilzigen Freund auf den Rücken. Danach geht's ab auf die Tanzfläche. Aber so richtig kommt das gewagte Outfit bei den anderen Gästen nicht an. So viele Tattoos und so viele Tiere. Ich würde mich schämen, wenn ich sterbe. Ich würde mich so niemals in der Öffentlichkeit sehen lassen. Auch diese zwei Jungs wollen nur aus einem Grund auffallen. Sie versprechen sich beim anderen Geschlecht höhere Erfolgschancen. Immer wird gut angestaunt, aber es geht gut klar mit den Weibern. Ich denke, die haben irgendwie einen Knacks weg. Ich find's gestört. Weiter geht's mit Kategorie Nummer 2. Menschen, die mit sexy Outfits versuchen, die Blicke auf sich zu ziehen. So wie diese junge Dame. Das ist normal, ist zu langweilig. Auch die 24-jährige Pia möchte alles, nur nicht normal sein. Die Erzieherin kleidet sich deshalb am liebsten super sexy. Man guckt, wie reagieren die Leute drauf. Und es ist mir auch relativ egal, was die Leute davon halten oder was sie denken. Weil so bin ich. Und weil Pia es liebt, mit Klamotten zu provozieren, sucht die Erzieherin für heute Abend nach einem ganz extravaganten Outfit. Die Blicke sind dir sicher? Ich bin gespannt. Für Pia und Jana geht's jetzt auf zum Club. Dort angekommen heißt es für Pia erstmal Tanzfläche stürmen. Man merkt schon, dass die Leute wirklich nur gucken und davon Abstand nehmen. Die Meinungen der anderen Partygäste gehen auseinander. Man kann auch anders überzeugen. Okay. Ja. Wie zum Beispiel? Mit Tanzen, Charakter. Also meine Freundin müsste sich anders kleiden. Dieser junge Mann jedoch weiß Pias Outfit zu schätzen. Also, ich sag mal so, ihre Qualitäten kommen sehr gut zur Geltung. Das gibt mir einen gewissen Kick, weil ich habe ein großes Selbstbewusstsein, das werde ich auch nie verlieren. Und ich glaube, einige Leute können sich noch einiges von meinen Outfits abschneiden. Um im Nachtleben aufzufallen, legen diese drei Jungs einen, sagen wir, recht eigenen Tanzstil an den Tag. Das wäre Kategorie Nummer 3. Muss ja sein, dafür sind wir ja da. Aber warum wollen sie denn auffallen? Ah, für Selbstgefühl. Ein Selbstwertgefühl haben sich ja auch diese zwei Jungs mit ihrem Tanzstil. Ey, da kann man sich einfach gehen lassen. Passt schon, ist einfach alles geil. Die meisten Leute finden es einfach nur cool. Mehr nicht. Also, ich habe noch niemanden erlebt, der das jetzt negativ fand. Viele Menschen können sie nicht verstehen, doch unsere schrägen Vögel im Nachtleben, denen scheint das egal zu sein. Sie haben Spaß und das ist ja die Hauptsache.